In diesem Video möchte ich dir gerne die drei großen Kostenfaktoren erklären, die die Rendite von Rentenversicherungen extrem reduzieren. Mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 11 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Geldanlage und Vermögensaufbau. Als Finanzexperte bin ich in der Lage, Finanzprodukte genau zu analysieren und zu bewerten und sichtbar zu machen, welche Kostenfaktoren dazu führen, dass die Rendite in der Geldanlage, in der Rentenversicherung deutlich reduziert wird. Und heute möchte ich dir gerne die drei größten Faktoren erklären, die in meinem Alltag ich immer wieder feststelle, was die Leute falsch machen bzw. nicht richtig beachten, was dazu führt, dass am Ende viel weniger rauskommt, als sie vielleicht erwartet haben aus der Rentenversicherung. Warum ist das so wichtig und warum solltest du diese Kostenfaktoren unbedingt kennen? Weil sie Einfluss auf deine Rendite haben. Und letztendlich, wenn du Geld anlegst und irgendwo hinzahlst bzw. rein investierst, möchtest du ja Rendite haben. Weil die Rendite sorgt dir dafür, der Gewinn, dass dein Geld mehr wird. Und das machst du ja mit dem Zweck, dass du entweder hinten raus im Rentenalter genug Geld hast, um finanziell klarzukommen, oder dass du die Kaufziele, also das, was du dir vorstellst, mit dem Geld später zu kaufen, dir auch wirklich leisten kannst. Und darum ist Rendite natürlich entscheidend, weil dein Geld soll natürlich wachsen und mehr werden und nicht durch Kosten oder durch die Inflation aufgefressen werden. Und darum musst du diese größten Kostenfaktoren berücksichtigen und die möchte ich dir jetzt eben mal mit an die Hand geben. Also, wir müssen dabei unterscheiden, zum einen, es gibt offene Kosten, das heißt Kosten, die man nachlesen kann, wenn man weiß, wo sie stehen und wie man sie richtig deutet, und es gibt versteckte Kosten. Sprechen wir zuerst über die offenen Kosten. Wenn du jetzt eine Rentenversicherung abschließt, dann hast du einmal Kosten von der Versicherung selber. Das sind also die Vertriebskosten, die Provisionen für den Berater und die Verwaltungskosten für die Versicherung. Das sind diese zwei Kostenarten, die kann man nachlesen, die entstehen für die Versicherung. Wenn du das nachliest in den Unterlagen, in der Regel kann man das daraus erkennen, sind das am Anfang ein paar tausend Euro und auf die ganze Vertragslaufzeit kommen immer so kleine Prozentgebühren dazu. Wenn man das aber mal ausrechnet auf 20, 30, vielleicht 40 Jahre Vertragslaufzeit, können das schnell mal 30, 40, 50.000 Euro sein, die die Versicherung mit diesem Vertrag verdient. Eine Kostenart. Das zweite sind die Fondskosten. Weil wenn du heutzutage einen Vertrag abschließt für die Altersvorsorge oder auch schon in den letzten Jahren, dann wirst du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwelche Fonds in diesem Vertrag drin haben. Und diese Fonds haben natürlich laufende Kosten für das Fondsmanagement. Und das sind die zweiten Kosten, die du kennen und berücksichtigen solltest, eben die Fondskosten. Die liegen je nach Fonds zwischen 0,05, wenn du ganz günstige Fonds hast, bis weit über 2% pro Jahr. So, in Prozent kann man das natürlich schlecht greifen. Wenn wir jetzt mal so einen Mittelwert nehmen von 1% ungefähr, dann bedeutet das, dass jedes Jahr 1% von deinem Guthaben aufgrund der Fondskosten quasi an Kosten draufgeht. Das heißt, über viele Jahre und einen steigenden Beitrag, weil du ja durchgehend einzahlst, macht das natürlich jedes Jahr einen immer höheren Kostensatz in Euro aus. Das ist sehr, sehr individuell, je nachdem, welche Fonds du hast, je nachdem, wie viel Geld du anlegst und je nachdem, wie lange das Ganze läuft. Das können aber auf viele Jahre gesehen schnell mal über 100.000 Euro sein, die an Fondskosten über die Laufzeit entstehen. Das ist die zweite Kostenart. Versicherung, Fonds. So, und jetzt gibt es noch einen großen weiteren Part, der in den Unterlagen oft vergessen wird, nicht erklärt wird und auch ein anderer Berater in der Regel nicht so unbedingt erwähnt. Das sind nämlich die sogenannten Opportunitätskosten. Das sind die versteckten Kosten, kann man sagen. Die entstehen in erster Linie dann, wenn man seinen Vertrag und seine Fonds, die man dort selber vielleicht aussucht oder der Berater aussucht, falsch zusammensetzt. Kleines Beispiel: Auf dem gesamten Weltmarkt sind natürlich viele Unternehmen, die eine gewisse Rendite abwerfen. Und wenn man allerdings nicht in die breite Masse investiert, sondern nur in einzelne Unternehmen und einen Fonds das Geld ständig umschichtet, weil er immer irgendwo der Rendite hinterher rennt und versucht, die bestmögliche Rendite einzusammeln, lässt er unterm Strich natürlich, weil er nie komplett in alles investiert ist, Renditen liegen, weil er kann nicht in die Zukunft gucken, der Fondsmanager hat keine Glaskugel und weiß nicht, wo heute die Renditen entstehen. Und das führt dazu, dass er regelmäßig Renditen ja verpennt. Und das sind dann Opportunitätskosten. Da gibt es viele Studien drüber, viele Auswertungen, viele tausend mittlerweile, die halt belegen, dass die Opportunitätskosten rein durch das Verpassen von Renditen im Schnitt mindestens 1%, teilweise 5 oder 8% an Rendite kaputt machen, liegen lassen. Das heißt, diese Opportunitätskosten sind ein in ganz vielerlei Hinsicht unterschätzter Kostenpart, den wir auf jeden Fall mit berücksichtigen müssen. Wenn man also seine Anlagestrategie falsch aufbaut oder auch falsch handhabt in der langfristigen
Betreuung durch Berater oder auch wenn man es alleine macht und nicht wirklich weiß, wie das funktioniert, hat man hier einfach einen großen Faktor oder eine große Renditebremse, kann man sagen. Das ist nur einer von über 20 Kostenfaktoren, die aus der Wissenschaft erforscht und ganz intensiv untersucht wurden, den ich jetzt hier an dieser Stelle erwähne. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben einmal Kosten für die Versicherung, Kosten für die Fonds und die eben erklärten Opportunitätskosten. Und diese drei Kostenarten sind die größten Hebel, die du beeinflussen kannst, wenn du es richtig machst, damit deine Rendite, die am Ende bei dir ankommt, deutlich höher ist als bei den meisten Verträgen, die wir immer wieder zur Prüfung vorgelegt bekommen, weil da diese Fehler letztendlich drin sind. Was ich jetzt nicht erwähnt habe, ist, dass am Ende noch Steuern kommen und die Inflation natürlich auch noch dagegen drückt, als dass das, was am Ende real bei dir ankommt, dadurch nochmal reduziert wird. Aber diese drei Kostenarten, die gilt es zu identifizieren und halt zu überprüfen, inwieweit man die verbessern kann. Und wenn du dabei Hilfe haben willst und wir für dich zum Beispiel errechnen sollen, wie hoch sind denn diese Kostenarten bei dir in Euro und in Prozent und vor allem auf die ganze Zeit deiner Vertragslaufzeit bezogen, dann kannst du dich bei uns melden. Wir sind darauf spezialisiert, diese Kosten einmal zu identifizieren und sichtbar zu machen und dir dann noch zu erklären und zu zeigen, wie wir sie reduzieren können, damit am Ende mehr Rendite bei dir ankommt. Und wenn dich das interessiert und du jetzt wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann geh auf unsere Homepage www.tappeconsulting.de, melde dich bei uns zum kostenlosen Erstgespräch und wir gehen das Ganze individuell für dich durch. Wir erklären dir, welche Kostenarten bei dir enthalten sind und wo du vielleicht noch dran drehen solltest und was man besser machen sollte, damit am Ende für dich die Rendite auch im Positiven arbeitet und du dich auf deinen Vertrag und auf deine Geldanlage verlassen kannst. Ich freue mich auf dich im kostenlosen Erstgespräch. Dein David Tappe.